Heute zeige ich dir, wie du deine IP-Kamera über Home Assistant in HomeKit Secure Video aufnimmst. Los geht's! Hi, mein Name ist Simon von Simon42 und heute will ich dir zeigen, wie du deine IP-Kamera in HomeKit Secure Video einbinden kannst über Home Assistant. Das Ganze geht nicht direkt über Home Assistant, wir benutzen dafür eine, wenn du so willst, dritte Anwendung, mehr oder weniger, die aber auf dem Home Assistant läuft und das ganze Ding heißt Scripted. Das ist hier in einer GitHub Repository eben weiterentwickelt worden von jemandem, der das für Home Assistant portiert hat und dadurch können wir das installieren und dann eben über einen, wenn du so möchtest, Container, sagen wir es mal so, laufen lassen. Das heißt also, das läuft auf deinem Home Assistant, ist aber eine eigene Anwendung, die dann wirklich nur dafür da ist. Was du dann tun kannst, du kannst dann, wenn du das eben in Scripted eingebunden hast, beispielsweise diesen Stream von Scripted, denn das ist, wenn du so willst, eine Kameraverwaltungsplattform, in Home Assistant auch wieder einrichten und den so in deinem Dashboard anzeigen und eben gleichzeitig aber auch HomeKit Secure Video benutzen. Denn Scripted stellt dafür eine spezielle Homebridge, wenn du so willst, bereit, die auf Scripted mitläuft und dann deinen Videostream eben an HomeKit Secure Video verfügbar macht. Sagen wir es mal so. Was brauchst du dafür? Es ist prinzipiell egal, was für eine Kamera du nimmst. Ich benutze hier in meinem Fall die Reolink E1 Zoom. Genau, die ist es. Es kann jede IP-Kamera sein, die in Home Assistant eingebunden werden kann oder auch nicht. Du brauchst aber folgende Minimalvoraussetzungen. Die Kamera muss RTSP haben. Die Kamera darf nicht zu hochauflösend sein, also 4K zum Beispiel wäre zu hoch. Im Idealfall 1080p. Es geht aber auch ein bisschen höher. Meine hat in dem Fall ein bisschen über Full HD, also Super HD heißt das glaube ich, 2100 irgendwas oder so. Mal eine andere Auflösung blende ich dir ein. Das geht also auch. Ist aber eigentlich nicht supported, es funktioniert aber halt. 1080p ist der Optimalfall. Der Audio-Codec deiner Kamera sollte AAC sein. Das Ganze lässt sich auch konvertieren. Aber was sich nicht konvertieren lässt, ist der Videocodec. Der muss bei deinem Videostream der Kamera, die dir ausgibt, H.264 sein. Kein H.264 Super oder sonst irgendwas. Ganz normales H.264. Wichtig. Das findest du in den technischen Daten deiner Kamera und es darf auch kein H.265 sein. Genau. Die Kamerabitrate, wenn verfügbar, sollte auf 2 Megabit eingestellt werden. Das entspricht dann quasi dem VBR-Format. Wie installieren wir Scripted? Wir kopieren uns die GitHub-URL und fügen das bei uns unter Einstellungen Add-ons eben hinzu. Wir sagen hier Add-on Store und sagen dann hier oben rechts, wir möchten Repositories hinzufügen und zwar in dem Fall jetzt die hier, also die für eben Scripted für die HA-Portierung. Da sagen wir hinzufügen. Sobald das erfolgt ist, gehen wir hier auf Schließen und laden diese Seite hier einmal neu. Es kann sein, dass du hier Probleme mit dem Cache bekommst, nur zur Info, wenn das so ist, leere einfach mal deinen Browser-Cache und ruf die Seite nochmal neu auf. Also bei mir hat das wirklich ein bisschen gedauert, bis hier überhaupt was ging, deswegen sage ich es mir dazu. So, jetzt sehen wir hier eben in den Home Assistant Addons ist jetzt auch Script mit dabei. Da gehen wir einfach drauf und sagen hier installieren. Wichtig an der Stelle, die Installation dauert 5 bis 10 Minuten, da das ein riesengroßes Addon ist. Also nicht wundern, wenn es hier eine Zeit lang nicht vorangeht, wirklich abwarten. So, das Addon wurde jetzt bei mir gestartet, dauert auch nochmal, nicht ungeduldig werden. Und wir sehen jetzt hier, die CPU-Auslastung hat sich ein bisschen beruhigt, die RAM-Auslastung auch. Im Normalbetrieb hat das übrigens keine hohe RAM-Auslastung oder CPU-Auslastung, zumindest bei mir nicht. Aber am Anfang eben schon, da da sehr viel eingerichtet werden muss. Die Benutzeroberfläche kannst du einfach hier unten aufrufen und damit landen wir dann eben in Scripted. In meinem Fall ist es natürlich so, dass ich hier einen externen DNS-Namen verwende und der funktioniert jetzt hier nicht, da eben der Port 10443 nicht durchgeschaltet ist. Von daher wechsle ich hier jetzt eben einmal auf meine IP-Adresse. So, hier sind wir jetzt und wir müssen jetzt hier erstmal einen neuen Benutzer hinzufügen. In meinem Fall nehme ich hier einfach den Namen Simon und denke mir hier ein neues sicheres Passwort aus. Dann gehen wir hier auf Login
und sind jetzt in Scripted angemeldet. Das ist also jetzt hier die Scripted Web Add-on Oberfläche, also ein Container, also eine eigene Anwendung genauer gesagt. Und hier kann man eben seine gesamten Kameras verwalten und kann einen Haufen coole Plugins installieren, aber heute soll es mal nur um HomeKit gehen. Wir gehen hier erstmal auf die Plugins und fügen erstmal ein paar Add-ons oder Plugins genauer gesagt hinzu. Gehen hier also auf Install und suchen zuerst mal nach RTSP. Das ist nämlich das erste Add-on, was wir brauchen. Nachdem das hinzugefügt wurde, gehen wir wieder hier auf die Plugins, gehen wieder auf Install, suchen hier nach Analyzers und fügen das auch einmal hinzu. Dann sehen wir hier schon, die Installation von OpenCV Motion Detection Plugin wird empfohlen. Das fügen wir jetzt auch noch hinzu. Und jetzt, da wir das Plugin auch noch haben, fügen wir noch unser Pre-Buffer Plugin hinzu. Zu guter Letzt brauchen wir noch das HomeKit Plugin. Okay, nun sind alle Plugins hinzugefügt. Jetzt können wir anfangen, unser erstes Gerät hinzuzufügen. Dafür gehen wir hier einmal auf die Devices oder doch auf die Plugins. Ich muss gerade überlegen. Genau, wir gehen auf die Plugins und gehen hier einmal auf das RTSP Camera Plugin. Hier können wir dann sagen Add Device. Unter Add Device sagen wir jetzt erstmal, wie unsere Kamera heißen soll. In meinem Fall Reolink 1 und ich gehe hier auf Create. Jetzt sehen wir hier schon, wir haben hier rechts einige Settings und hier ein Snapshot und hier unten noch Kameraeigenschaften. Wir können hier einen Raum zuweisen, müssen wir aber nicht, lasse ich jetzt hier auch mal frei. Was wir zuerst brauchen, ist einmal Nutzername und Passwort von unserer Kamera natürlich, nicht von Scripted, sondern von der Webkamera, die wir anbinden wollen. Nicht vergessen, hier rechts auf den grünen Pfeil zu gehen. Und jetzt müssen wir hier die RTSP-Stream-URL angeben. In meinem Fall nehme ich eine Reolink-Kamera und füge jetzt hier die Stream-URL ein. Nachdem ich hier den Hauptstream hinzugefügt habe, kann ich jetzt auch noch über Add einen zweiten Stream hinzufügen, in dem Fall also dann den Substream. Nachdem wir beide hinzugefügt haben, gehen wir hier unten auf Save RTSP-Stream-URL. Hier unten können wir noch sagen, ob wir Audio möchten oder nicht. In meinem Fall möchte ich die Audioausgabe aktivieren, von daher Haken draußen lassen. Okay, nun können wir hier unter Erweitert beispielsweise erstmal sagen Transportprotokoll, lassen wir so wie es ist. Snapshot brauchen wir in unserem Fall nicht. Und bei Stream Management können wir jetzt sagen, wie wollen wir mit den Streams verfahren. Und jetzt sehen wir hier auch schon, dass die Integration eben grundlegend funktioniert. Das heißt also, wir haben hier einmal unseren Local Stream. Das ist der Stream, den wir nehmen können, wenn wir also daheim sind. In dem Fall also Stream 1, der hochauflösende Stream. Der Remote Stream ist der, der genutzt wird, wenn wir nicht zu Hause sind, also in dem Fall der Substream, der ja nicht so hochauflösend ist wie unser Hauptstream. Der deswegen also auch weniger Daten verbraucht. Hier nehmen wir jetzt die Einstellungen so, wie sie sind. Also hier müssen wir nichts Besonderes einstellen. Das ist im Standard alles Stream 1, die Einstellungen, die jetzt kommen. Nur die ersten beiden sollten wir wirklich so festlegen. Unter Stream 1 können wir hier noch sagen, welches ist der Broadcast-Container, entweder Default und so weiter und so fort. Zu diesen Einstellungen, da könnten wir jetzt lange drüber sprechen. Im Optimalfall, wenn deine Kamera den Voraussetzungen entspricht, die ich vorhin gesagt habe, sollte das aber so funktionieren. Das heißt also, wir müssen hier im Normalfall nichts umstellen. Wenn du hier etwas umstellen musst, dann solltest du tatsächlich in Foren über Kameraeinstellungen, ja, dafür gibt es Foren, lesen, woran das liegen kann und wie man das hier ändern kann. Was nicht funktionieren wird, ist, wie gesagt, wenn deine Kamera kein H264 hat. Das kann man hier nicht umgehen. Okay, Stream 2 passt auch soweit. Integrations und Exclusions. Hier können wir jetzt sagen, was möchten wir noch alles für diese Kamera aktivieren? In dem Fall möchten wir noch OpenCV aktivieren. Das brauchen wir also, um sozusagen HomeKit zu benachrichtigen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Wir brauchen das natürlich auch nicht bei jeder Kamera, denn einige Kameras haben eine Bewegungserkennung mit dabei. Aber das Video soll ja für alle Kameras gehen, deswegen haken wir das jetzt mal an. Wenn deine Kamera Bewegungserkennung hat, musst du das gegebenenfalls nicht aktivieren. HomeKit müssen wir natürlich auch aktivieren, sonst haben wir eben dann keine HomeKit-Integration.
Unter HomeKit können wir jetzt erstmal sagen, was ist der verknüpfte Bewegungsmelder, den wir eben nutzen möchten. Das können wir so lassen, wie es ist. Und den RTP-Sender können wir auch so lassen, wie es ist. Auf Default funktioniert bei mir so sehr gut. Beim HomeKit-Pairing sollten wir Standalone Accessory Mode anhaken, damit diese Kamera nicht über die Scripted Bridge, sondern als extra Gerät an unser HomeKit übermittelt wird. Das hat den Vorteil, dass das im Regelfall besser funktioniert, da das technisch über eine Homebridge so besser umzusetzen ist. Hier oben noch die OpenCV Motion Detection Settings. Hier können wir sagen, welcher Videostream soll genutzt werden, um die Bewegungserkennung zu aktivieren, also wann müssen sich irgendwo Pixel bewegen, um Bewegung zu erkennen. Dann nehmen wir in dem Fall Stream 2, da das Verarbeiten von Stream 2 deutlich weniger Rechenleistung braucht, als von einem hochauflösenden Stream, in meinem Fall mit Super HD. Deswegen Stream 2 reicht dafür auch vollkommen aus. Dann können wir hier sagen, wie lang ist die Motion Duration. Ist im Standard auf 10, ich ändere das hier gerne auf 20. Und hier unten gibt es noch den Frame Analysis Intervall, den ändere ich gerne auf 500 Millisekunden. Mit den Einstellungen hier kannst du rumspielen, das ändert eben dann dementsprechend die Bewegungserkennung. Hier kann man auch noch Zonen eingeben, wenn man die Zonen eben auf dem Stream eingerichtet hat, um die Bewegungserkennung nur in gewissen Bereichen aktivieren zu lassen. Wie gesagt, im Optimalfall bringt deine Kamera das sowieso mit und du musst dieses OpenCV Motion Detection Plugin hier gar nicht verwenden. Wenn du es verwenden musst, kannst du es aber erstmal einfach so lassen. Wenn wir jetzt hier auf die Kamera draufklicken, sollten wir wieder zu unserem Livestream kommen und können einmal gucken, ob der Stream überhaupt funktioniert. Funktioniert soweit. Sehr gut. Okay, prinzipiell sind wir hier auch schon fertig. Es ist tatsächlich so, dass dieses HomeKit-Pairing hier mit dem Standalone Accessory Mode irgendwie beim ersten Mal starten nicht so richtig klappt. Denn eigentlich sollte hier jetzt ein QR-Code angezeigt werden, wird er aber nicht, wie du siehst. Was ich dann ganz gerne mache, ich starte meinen kompletten Home Assistant einmal durch und beim nächsten Starten startet ja auch Scripted einmal neu und dann wird nämlich hier unter HomeKit Pairing der Code angezeigt. Wir gucken noch einmal, unter HomeKit auftaucht, aber genau, in dem Fall auch nicht. Das heißt also, ich gehe jetzt hier wirklich einmal hin und starte tatsächlich unter Einstellungen Hardware, also System, genauer gesagt, Hardware, oben rechts einmal meinen kompletten Host neu. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Home Assistant ist wieder da, hat auch gar nicht lang gedauert. Bei dir solltest du jetzt also hier wieder unter Add-ons, Scripted, dann hier die Benutzeroberfläche aufrufen, dann landest du hier. Und wenn du dann unter Devices gehst und dir hier die Kamera aufrufst, die du eben eingerichtet hast, hast du hier eben unter HomeKit oder genauer gesagt unter HomeKit Pairing den Code, den du jetzt mit deinem Smartphone und der Home-App eben scannen musst und danach ist dann die Kamera bei dir auch schon eingerichtet. Und ich kann dir eins sagen, das funktioniert wirklich fantastisch, zumindest bei mir mit meiner Reolink-Kamera. Schau dir übrigens gerne mein Video dazu an, wenn du das nicht gesehen hast, wie du die Reolink-Kamera in Home Assistant integrierst. Das musst du aber übrigens natürlich nicht tun, wenn du das hier drüber machst. Wenn du sagst, du willst deine Kamera nur in der Home-App haben, weil dir das eben lieber ist, dann kannst du das auch machen. Du musst die natürlich nicht in Home Assistant einrichten, denn wie gesagt, dieses Scripted-Ding hier ist wirklich komplett unabhängig von Home Assistant. Auf alle Fälle, die Performance der Kamera in HomeKit über diese Integration hier ist bei mir wirklich genauso gut wie mit einer HomeKit-Native-Kamera. Ich habe nämlich hier nebendran die EveCam stehen, da werde ich dir Vergleichsbilder einblenden, damit du das mal sehen kannst, wie das aussieht in der Kamera. Und natürlich ist die Reolink-Kamera auch um einiges schärfer, denn die hat eine super HD-Linse, was die EveCam eben nicht hat. Aber ich hätte das tatsächlich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Die Objekterkennung funktioniert super, auch die Personen werden erkannt, da eben, wie gesagt, Scripted dann den Impuls sendet, wenn eine Bewegung erkannt wird. Und was dann ja passiert, dein Home Hub, in meinem Fall also mein Apple TV zum Beispiel, guckt dann auf dem Videostream, welche Person ist im Stream zu sehen und teilt dir das dann eben mit und startet dann die Aufnahme.
Und wenn du zum Beispiel die Benachrichtigung bei dir aktiviert hast, wenn du abwesend bist oder so, dann bekommst du sogar in der Benachrichtigung gesagt, welche Person gerade bei dir zu Hause ist und eben auf der Kamera gesehen wurde. Hier noch als kleiner Nachtrag, wie du On-Pfiff-Kameras einrichtest. Denn bei On-Pfiff hast du ja den Vorteil, dass nicht nur die Bilder per RTSP übertragen werden, sondern auch andere Metadaten der Kamera, wie zum Beispiel der Status der Bewegungserkennung. Wenn deine Kamera also Bewegungserkennung mitbringt, brauchst du dann nicht das OpenCV Motion Detection Plugin, da deine Kamera das ja schon mitbringt, und dementsprechend braucht dann dein Raspberry Pi oder dein Home Assistant Host keine Leistung, um das auch noch zu berechnen, also zu erkennen, ob Bewegung erkannt wurde. Die Plugins, die du brauchst, sind HomeKit, das OnPhiff Camera Plugin, das Rebroadcast Plugin und dann noch das Snapshot, WebRTC und Scripted Core, wobei die unteren drei Standard sein müssten. Also diese drei Plugins brauchst du. Wenn die Plugins bei dir installiert sind, gehst du hier auf das Plugin On-Pfiff Camera Plugin und sagst hier Add Device und konfigurierst dann dein Gerät so. Du gibst hier erstmal unter General Nutzername, Passwort und IP-Adresse der Kamera ein. Sobald du das getan hast und gespeichert, sollte hier der Stream auch erkannt werden, denn On-Pfiff übermittelt eben automatisch die Stream-Adressen und dann wird dir hier quasi der Videostream per RTSP angezeigt. Genau, das Protokoll ist also das gleiche, aber es geht eben alles automatisch, ohne dass du die URL spezifizieren musst. Two-Way-Audio funktioniert übrigens aktuell in der HomeKit-Integration noch nicht, hier in der Oberfläche aber schon. Hier unten siehst du übrigens auch noch, wenn deine Kamera den Bewegungsmelder richtig übermittelt, ob hier unten ein No Motion Detected angezeigt wird oder eben nicht. Wenn das angezeigt wird, wurde der Bewegungsmelder richtig erkannt. Wenn nicht, dann fehlt dieses Zeichen hier bei dir und du wirst vermutlich, wie vorher beschrieben, per RTSP und per OpenCV arbeiten müssen. Die Extensions, die du brauchst, ist WebRTC-Plugin, Rebroadcast-Plugin, Snapshot und HomeKit. Unter Advanced müssen wir nichts einstellen, wenn dein Port der gleiche ist für On-Pfiff wie im Standard. Bei Stream Management können wir bei Pre-Buffered Streams den Mainstream einstellen. Der Rest der Einstellungen sollte so passen, wie er ist. Hier kann man nochmal kontrollieren, ob die Auflösung passt, ob also alles richtig erkannt wurde. Sieht bei mir aber alles sehr gut aus soweit. Snapshot passt auch im Default, wird von On-Pfiff auch übermittelt. Bei HomeKit können wir hier bei Link Motion Sensor eben Reolink On-Pfiff auswählen. Das ist also dann quasi der Kamername, da ja wie gesagt On-Pfiff den übermittelt von der Kamera. Bei HomeKit Pairing sagen wir wieder Standalone Accessory Mode und scannen dann den QR-Code. Als Hinweis noch an der Stelle, ich musste bei mir die Kamera, damit das Ganze funktioniert, komplett aus meinem HomeKit rauslöschen, da ich die ja schon mal eingerichtet hatte, eben nur ohne On-Pfiff, und musste hier unten dann einmal Reset Pairing machen. Also sprich Reset eingeben, das Ganze hier mit dem grünen Pfeil bestätigen und anschließend habe ich die Kamera dann hier nochmal neu eingescannt und dann wurden auch die Aufnahmen in iCloud gespeichert. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest auch deine Kamera in HomeKit Secure Video einrichten mit Home Assistant. Wenn das so war, lass mir gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video zu Home Assistant. Mach's gut. Ciao.